Ja gut, wo wir, glaube ich, angefangen haben, das war 10. Klasse, also ich zumindest. Die meisten Freunde dann auch, wie ihr merkt. Ja, Lukas am Lernen, Jonas am Lernen. Und wenn ihr dann auch noch ein... Was ist denn jetzt Facebook, Alter? Leck mir die Eier. Anderen Szenen, also nicht nur, ups, nicht nur Let's Plays, sondern auch, ich erwähne bloß die amerikanischen Leute, die ihren Kanal haben, die haben ja fast alle über 1 Million Abos und das ist halt, das ist halt genau dieser eine Spruch, wo ich, den finde ich so richtig geil, also den zitiere ich auch wirklich immer sehr oft in der Schule, habe ich da auch mal ein Referat drüber gehalten. Über YouTube, ach du Scheiße. Und da habe ich ja auch gesagt, es kann also im Grunde kann es ja wirklich jeden treffen. Aber halt, da denkt man halt sich, vor allem so ein bisschen, ich sag mal ein bisschen ältere, also vielleicht so 13, will ja jetzt nicht sehr nichts Schlimmes sagen. Aber die denken halt, dass die halt mal geschwind so ein paar Videos rausbringen und damit halt Geld verdienen. Und das ist halt nicht YouTube, sondern YouTube ist halt hinhocken, Videos produzieren, Videos machen, hochladen, Schule, also YouTube ist nicht ohne, also jetzt auch vielleicht an die Zuschauer, die jetzt vielleicht noch einen Kanal eröffnen wollen oder jetzt noch, ich sag mal so 10 bis 100 oder 10 bis 50 Abos haben. Also, um da richtig mal Fame zu werden oder halt, dass die Leute einen entdecken, also, puh, wenn ihr da wirklich denkt, dass ihr damit Geld verdient, dann seid ihr, muss ich echt sagen, da seid ihr bei YouTube halt falsch eher. Dann würde ich lieber einen Ferienjob machen und Zeitung austragen, weil da wird man halt echt am Anfang mehr verdienen, schätze ich mal. Wir dürfen natürlich nichts sagen, weil die, wo ja in einem Netzwerk sind, haben ja Schweigepflicht. Deshalb können wir jetzt auch nichts hier zu uns sagen. Tut mir furchtbar leid. Und aber wirklich an die Leute, die denken, dass die hier mit YouTube einfach mal so ein bisschen halt schnell Geld machen. Leute, es ist überhaupt nicht so. Es ist, ich kann es euch sagen, es ist anstrengend, würde ich eher schon sagen. Aber für die, die es probieren wollen, also euch hindert nichts. What the fuck, wo denn? Da hinten. Es kann natürlich sein, klar, ihr könnt einen Kanal eröffnen und dann irgendwas Spezielles hochladen, dann finden euch die Leute gleich. Aber es kann natürlich auch sein, wenn ihr zum Beispiel einen Let's Play-Kanal eröffnet. Oh ja, gut, gibt es halt schon 10 Millionen andere. Das ist halt, wenn, dass ihr halt denkt, oder dass es halt so ist, dass es halt am Anfang wirklich überhaupt nicht vorwärts geht und halt ihr denkt, hören wir doch lieber auf, weil so ist echt bei sehr vielen, die halt merken oder die halt denken, ja, ich krieg halt kurz in was weiß ich 2 Wochen 50.000 Abos. Boah, Leute, da seid ihr aber wirklich an der ziemlich falschen Schnur angelangt. Jetzt habe ich Schluck auf. Warum habe ich jetzt Schluck auf? Aber wirklich an die Leute, die sowas denken, ich würde denen gleich sagen, hört auf mit YouTube, aber so richtig viel kann ich dazu jetzt eigentlich nichts mehr so sagen, außer wenn es halt wirklich jetzt Leute gibt, die sowas denken, hier in unserem Kreis, ich will jetzt auch nicht abstoßend sein, aber
Denkt lieber dann lieber nochmal nach, wenn ihr da dann wirklich einen Kanal eröffnen wollt, ob ihr überhaupt diese Zeit mit euch bringt. Und oh Gott, ich sehe, dass ich bloß noch ein Herz habe. Warum denn das? Boah, krasse Kacke, ey. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Nee, aber die halt. Ich kenne solche Leute, die sowas denken. Und ich würde denen am liebsten gleich sagen, hör auf mit YouTube, mach's doch erst gar nicht. Weil wirklich, ihr braucht für YouTube, das denkt ihr gar nicht, ihr braucht so viel Zeit. Da denken halt viele, ja, mach ich mal kurz und wird schon alles gehen und mache ich halt mal kurz ein Video, kein Problem, ich habe ja Zeit. Ihr werdet merken, nach 2 Wochen wird ihr weg sein von der Bühne. Wenn ihr da wirklich, ich sag mal, wir waren ja schon am Anfang glücklich, nach 2 Wochen hatten wir ja, glaube ich, schon 30 Abos oder so. Da waren wir schon glücklich drüber, über 30 Abos. Da haben wir uns gefreut und haben ja da sogar ein Gewinnspiel gemacht, weil wir uns ja so gefreut haben über diese 30 Abonnenten, was ja für viele überhaupt gar nicht vorstellbar ist, weil die halt einfach so einen riesen Traum haben von, was weiß ich, 50.000 und fragt mich nicht. Weil Leute, es ist nicht so. YouTube ist anstrengend. Ich kann es euch nur sagen. Und wenn ihr dann irgendwann mal, ich weiß ja nicht, anfangt, könnt ihr ja dran denken, was der liebe Onkel Jabak euch gesagt hat. Nee. Aber wirklich. Denkt drüber nach, bevor ihr einen Kanal eröffnet, ob ihr die Zeit mit euch bringt. Wir dachten am Anfang, ja gut, wo wir glaube angefangen haben, das war 10. Klasse, also ich zumindest. Die meisten Freunde dann auch, wie ihr merkt. Ja, Lukas am Lernen, Jonas am Lernen. Und wenn ihr dann auch noch einen. Was ist denn jetzt Facebook, Alter? Leck mir die Eier. Also das Facebook war jetzt nicht bei euch. Wenn ihr halt, oh, ich sag mal nicht, miss, also nicht einen Kanal habt mit anderen zusammen, sondern alleine, das ist dann noch anstrengender, alleine Videos zu produzieren oder und dann halt zum Beispiel mit halt Togethers machen, aber halt mit anderen, also nicht mit euren Freunden, also ich weiß nicht, wie ich es genau sagen soll. Also wenn ihr zum Beispiel einen Kanal eröffnen wollt, sucht euch ein paar von deiner Klasse oder von eurer Klasse oder von eurer Schule. Also so ein großer Unterschied sollte natürlich nicht sein. Vielleicht auch so einigermaßen die gleichen Interessen, dass ihr halt so. Ich weiß nicht, muss ja nicht unbedingt Minecraft sein, es kann ja zum Beispiel COD sein. Dass ihr halt irgendwie irgendwas, was halt alle, wenn ihr zum Beispiel jetzt 2 oder 3 in diesem YouTube-Kanal seid, dass dann halt alle 3 zumindest 1, 2 Spiele zocken. Also die halt alle zocken. Denn wenn halt jeder was Unterschiedliches macht, klar, könnt ihr auch machen. Aber Togethers sind halt oft auch viel spaßiger und es macht auch viel mehr Spaß zuzuschauen, muss ich euch sagen, als so ein Single Let's Play, wenn ihr da irgendwie, was weiß ich, was spielt. Wow, das geht. Ne, das ist Gold, das brauche ich nicht. Also, ja, sucht euch, wenn ihr jetzt nicht gerade
alleine einen Kanal eröffnen wollt, sondern halt echt mit ein paar Freunden zusammen, dann sucht euch Spiele, die ihr alle mögt und die ihr halt auch aufnehmen könnt. Und was jetzt natürlich, ich finde auch, wenn da jetzt jeder Let's Play anfängt, wo dann halt denkt, dass sein Video gut ankommt mit 10 FPS und ruggel und keine Ahnung was, dass sich dann wirklich so viele Leute angucken, das weiß ich jetzt auch nicht.